Heute sage ich euch mal die Wahrheit, wer in diesem Stand wirklich eine Gefahr für die Sicherheit ist. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern, dennoch machen wir hier weiter. Frau Faeser hat selbst gesagt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Dann, liebe Frau Faeser, dann hat es die SPD in Niedersachsen ab sofort mit einem starken Staat zu tun zu haben, denn das Land Niedersachsen, es verhöhnt den Staat, es verhöhnt die Bundesrepublik Deutschland und vor allem sie delegitimieren sich selbst. Dazu braucht es niemanden auf YouTube, niemanden, der hier einfach nur sein Recht auf freie Meinungsäußerung verübt. Es ist hier Folgendes passiert, man kann es kaum glauben. Die deutsche Polizei hat einen Friedensrichter eingeschaltet, um eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist beschämend, was in diesem Lande los ist. Es ist noch viel beschämender, dass sie sich jetzt für Folgendes feiern lassen wollen. Vor 2 Monaten gab es in der beschaulichen Stadt Stade eine Messerstecherei zwischen Clanmitgliedern. Ein Mitglied der Miri-Clan-Familie hat ein Mitglied der Alzein-Clan-Familie in den Kopf gestochen und das Opfer ist an diesen Stichverletzungen danach erlegen. Er ist also tot. Zugeschaut hat die Polizei in Stade dem ganzen Schauspiel, denn sie sahen sich nicht in der Lage, diese Gewalteskalation zu unterbinden. Die Polizei war also Zuschauer bei einer Messerstecherei, bei der es danach ein Todesopfer zu beklagen gab. Schlimm genug, was dieses Ereignis für die Stadt Stade bedeutet hat. Die Polizei, sie hatte wahrlich Angst davor, vor einer Eskalation der Gewalt, vor einem Clankrieg, der losbricht. Und was macht die deutsche Polizei im Jahr 2024? Was ist das Beste, was ihr einfallen konnte? Sie haben einen Friedensrichter angerufen, der die weitere Eskalation verhindern sollte. Und das, meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, das ist der Skandal des Jahres oder der Woche zumindest. Der Staat delegitimiert sich selbst, indem er die Existenz von Friedensrichtern nach dem Recht der Scharia in Deutschland nicht nur toleriert und akzeptiert, nein, er bittet diese auch noch um Hilfe. Da frage ich mich ernsthaft, für was ich meine Steuergelder bezahlen soll, wenn die Polizei in diesem Land bei der Messerstecherei als Zuschauer geladen werden, um danach zu einem Imam zu gehen, der hier als Friedensrichter für die Scharia tätig sein soll. Es ist ein Skandal. Die Landesregierung in Niedersachsen, sie brüstet sich jetzt damit, dass sie hier die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt haben. Nein, kein Spaß, Leute. Achtung, Zitat, Leiter der Stader Polizeiinspektion, ich lasse den Namen weg, der gute Mann hat auch noch ein Privatleben. Zitat, wir hoffen, dass durch unsere professionelle Arbeit das Sicherheitsgefühl in Stade wieder deutlich gestärkt werden konnte. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die Polizei in Stade, sie delegitimiert sich selbst, sie spricht ihr Existenzrecht sich selbst ab, indem sie zu einem Friedensrichter fahren und ihn um Hilfe bitten, anstatt den Friedensrichter in Gewahrsam zu nehmen und ihn ins Gefängnis zu werfen, denn eine Paralleljustiz gibt es in diesem Land nicht. Oder habe ich was verpasst, Frau Faeser? Herr Haldenwang, hallo, bitte mal kurz hier anrufen, Telefonnummer ist bekannt. Es ist grotesk, was diese Bundesregierung in diesem Land für Zustände toleriert und es ist in Niedersachsen eine SPD-geführte Landesregierung unter Stefan Weil. Und wer war dort 10 Jahre Innenminister? Von 2013 bis 2023? Boris Pistorius, der jetzt für die SPD den Karren aus dem Dreck ziehen soll, wenn sie Olaf über die Planke haben gehen lassen. Ich bin gespannt, wie dieses Schauspiel hier noch weitergehen soll und ob die Leute jetzt endlich mal kapiert haben in Niedersachsen, dass sie die SPD zum Teufel jagen sollen. Denn die SPD ist es, die uns bisher immer verraten hat. Und unsere Innenministerin, die sieht das anders, die verteidigt die Position der SPD, vor allem die in der Vergangenheit. Ich fand, dass die Sozialdemokratie eine Partei ist, die stets immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden hat. Auf der richtigen Seite der Geschichte, Frau Faeser. Ich erinnere daran, wer war es, der die Ausweisung Adolf Hitlers beantragt hatte? Es war die CSU aus Bayern. Ein bayerischer Innenminister hat das damals beantragt in den 20er Jahren. Und wessen Stimmen haben gefehlt? Die Stimmen der Sozialdemokraten. Dann wäre uns ein dunkles Kapitel in diesem Land vermutlich erspart geblieben, wenn wir ihn damals schon hätten ausweisen können. Aber das ist nicht genug. Hier,
Der Innenminister, der ehemalige von Niedersachsen, Herr Pistorius, ist jetzt Verteidigungsminister geworden und hat Ambitionen auf das Kanzleramt. Er ist es, der die letzten 10 von 11 Jahren in Niedersachsen diese Zustände zu verantworten hat als Innenminister. Die Frau, die jetzt ihm nachgefolgt ist, die kann auch nur noch die Scherben zusammenkehren. Aber wenn die Polizei jetzt ernsthaft hingeht und mit Friedensrichtern hier ins Gespräch kommt, um eine Deeskalation der Situation herbeizuführen und sich dann die Polizei hinstellt und sagt, Zitat, wir hoffen, dass durch unsere professionelle Arbeit das Sicherheitsgefühl in Stade wieder deutlich gestärkt werden konnte. Es ist katastrophal. Es ist echt katastrophal in diesem Land. Es gibt ja selbstverständlich ein Video, ich zeige euch das aber nicht, ich möchte das nicht unterstützen, ein Friedensrichter bei der Arbeit, der Essener Imam Shaikh Muhammad Munir Rachid appelliert nach dem Mord in Stade an die Familie des Mordopfers, auf Selbstjustiz und Racheakte zu verzichten. Der Essener Imam ist Onkel des Opfers und ebenfalls Angehöriger der Al-Zain-Großfamilie. Und da muss man mal fragen, wie lange wollt ihr diese Zustände in diesem Land noch dulden? Sie nehmen euch bald alles weg, was euch lieb ist. Wirklich alles. Diese Leute, sie machen hier eine Parallelgesellschaft. Die Polizei von Niedersachsen, sie unterstützt diese Parallelgesellschaft. Und damit sind sie in meinen Augen ganz klar ein Fall für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch für alle anderen Landesverfassungsschutzämter ist das hier eine Beobachtung von Niedersachsen wert. Denn Niedersachsen delegitimiert nicht nur die Polizei von Niedersachsen, sie delegitimiert die Bundesrepublik Deutschland damit und vor allem die Polizei. Denn das macht jetzt langsam Schule. Sie haben gestern in Berlin wieder versucht, ein Kalifat auszurufen auf dem Alexanderplatz. Es ist einfach, wenn Taten konsequenzenlos bleiben. Das hatte unsere Innenminister richtig erkannt. Die Strafe, die muss auf dem Fuße folgen, aber nicht für Hass und Hetze im Internet, sondern für solche, in meinen Augen, Schwerstkriminellen und Schwerverbrecher. Wer auf offener Straße in diesem Land Familienfäden austrägt, der missachtet unseren Rechtsstaat, der missachtet unser Grundgesetz und zwar so weit, dass er vermutlich bereit wäre, die freiheitlich-demokratische Grundordnung eben abzuschaffen und durch die Scharia zu ersetzen. Das ist es, was sie hier wollen. Und wer taucht in Berlin auf diesen ganzen Demos? Arafat Abu Chaka, kennen wir noch vom Bushido-Prozess. Er nimmt hier ganz fleißig teil an diesen Demonstrationen. Es ist einfach nur noch peinlich. Frau Faeser, ich delegitimiere hier nicht den Staat. Das macht der Staat schon ganz alleine. Ich berichte nur darüber. Und das darüber berichten soll Teil des Problems sein. Dann haben Sie wirklich nicht verstanden, was das Problem in diesem Lande ist. In diesem Lande ist das Problem, dass es eben zweierlei Maß gibt. Jeder ist vor dem Gesetz gleich und manche sind eben gleicher. Ihr glaubt nicht? Dann gehen wir hier mal einmal nach Köln. In Köln sind jetzt Schläger verurteilt worden, die einen Polizisten 6 Monate arbeitsunfähig geschlagen haben, beziehungsweise er wurde danach notoperiert. So, die Mutter, die wird gar nicht verurteilt von den Leuten, weil die Mutter sitzt schon im Gefängnis wegen Diebstahl, Verfahren eingestellt. Der Sohn der Mutter, also einer der Täter, wird nicht verurteilt, weil die Franzosen haben ihn einkassiert und eingebuchtet, der sitzt dort bis September in Haft. Jetzt bleiben übrig 2 Brüder und eine Schwester. Der eine bekommt eine Verwarnung, die Schwester 30 Sozialstunden und der Bruder 40 Sozialstunden. Dafür, dass man in diesem Land einen Polizisten offen attackiert hat. Es gibt Bodycam-Aufnahmen, der Mann wurde notoperiert, er lag 6 Monate arbeitsunfähig zu Hause rum und konnte nicht mehr seinem Polizeidienst nachgehen. Aber die Konsequenz, hier das Kölner Gericht hat geurteilt, ein paar Sozialstunden dafür, dass man in Deutschland die Staatsgewalt tritt, schlägt, misshandelt. Und dann wundert ihr euch, warum die AfD so viele Stimmen hat. Und da frage ich mich immer, wundert ihr euch ernsthaft und seid so verblendet? Oder akzeptiert ihr das nicht, dass die Sicherheitslage eine ganz andere ist, als es die Tagesschau berichtet? Ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Leute noch weiterhin die etablierten Parteien wählen. Die haben uns die ganze Suppe hier eingebrockt und die sollen sie jetzt auch wieder auslöffeln. Wir sehen, die SPD hat uns verraten, in Niedersachsen ganz vorne mit dabei. Wir gehen zu einem Friedensrichter, wir rufen einen Imam an, um die Familienstreitigkeiten der Clans in Deutschland zu beseitigen, anstatt diese Clanmitglieder alle einzukassieren und einzubuchten. Und ja, die Gefängnisse mag es teilweise nicht geben, dann baut man die eben. Flüchtlingscontainerdörfer kann man auch schnell bauen. Dann kann man auch schnell Container-JVA-Dörfer bauen. Das geht wirklich. Jeder, der sagt, das geht nicht,
Der hat kein Interesse daran, dass die Sicherheit in diesem Lande wieder ganz oben auf der Tagesordnung steht. Ich hätte daran sehr großes Interesse. Und wenn das Innenministerium hier Mithilfe braucht, für Geld arbeite ich auch dem Innenministerium zu, aber nur, wenn es gegen die Kalifatsleute geht, wenn es gegen den Islamismus geht. Ansonsten bin ich dafür nicht zu haben. Auch bei Linksextremisten mache ich mir die Finger nicht schmutzig, denn die sind ja Teil des Systems. Aber Frau Faeser, machen Sie einfach Ihren Job, und der beste Job wäre, legen Sie Ihren Hut nieder, legen Sie Ihr Mandat nieder, Ihr Amt nieder und bitten Sie um die Entlassung aus dem Ministeramt, dann sind Sie nicht weiter verantwortlich für all das, was in diesem Land passiert. Fragen Sie doch mal Boris Pistorius oder Olaf Scholz, ob nicht einer von Ihnen Ihren Stuhl haben möchte. Mit Sicherheit gibt es da Anwärter oder Kevin Kühnert, die arme Wurst, die braucht ja auch noch einen Versorgungsposten. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich mach mal Schluss. Bis bald.